So viel dazu, dass hier nichts ist. Begeben wir uns auf eine Anhöhe, damit ich Kates Position orten kann. Also willkommen erstmal zu Destiny 2. Eigentlich habe ich jetzt erwartet, da kommt jetzt nochmal so ein Funkspruch mit dem Ghost. Schau mal eben. Okay, auf jeden Fall muss ich nochmal eine kleine Korrektur machen. Stimmt, Nessus, da gibt es ja noch die Jägerfraktion. Die habe ich total vergessen. Ich glaube, das mit dem Warlock hatte einen ganz komischen Namen. Alles klar, ich verfolge Kates Signal. Okay. Ich glaube, ich habe da was. Stecke in der Klemme. Wächsfalle. War klar. Wächs. Wächsfalle? Wo zieht Kate uns denn jetzt wieder rein? Irgendwas hier sendet das Signal in den Weltraum. Wenn wir den Sender finden, finden wir auch Kate. Auf jeden Fall sieht das sehr nach Wächsstruktur aus. Okay, dann würde ich mal sagen, einfach mal rein. Hui, hui, hui. Das sieht doch nice aus. Kann mich auch nicht wegbewegen. Doch, das konnte ich. So. Allein sind wir, glaube ich, nicht. Hier war irgendwas gerade rot am Funken. Auf jeden Fall sieht das hier ganz stark nach Wächs aus. Gibt es hier irgendwelche Tiere, die ich gerade hier verpasse? Auf jeden Fall scheint das auch natürlich ein großer Bereich zu sein hier. Okay. Okay. Da. Was? Das Signal kommt von dem Schiffswrack. Cool. Stimmt, hier ist ein Schiff. Okay. Man merkt schon, dass ich gerade meine Mobilität eingebüßt habe. Boah, voll laut. Da. Signal. Hallo, bist du hier, um Kate 6 zu retten? Nö. Wow, du bist nicht Kate. Kate 6 steckt zurzeit in einer Teleportationswaffe fest. Er ist da drüben. Jetzt ist er da drüben. Ups. Er bewegt sich? Klasse. Das macht es nicht einfacher. Ich kann dir helfen. Aber ich werde nur darüber motzen. Wie bitte? Was? Ich habe seine neuen Koordinaten für dich hochgeladen. Obwohl ich es besser wissen müsste. Okay. Ja, super. Noch so eine künstlich intelligente Zicke. Oh Gott. Ah, es kann auch nur schöner werden, ne? Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Klappe halten. Ja, alles okay? Du hörst dich komisch an. Ich bin Failsafe, das Sicherungssystem der Exodus Black. Nennt mich Failsafe. Ich habe das Signal von Kate 6 verstärkt in der Hoffnung, jemand würde ihn retten. Und da seid ihr. Ah, ich verstehe, sie ist nur eine KI. Eine fehlerhafte KI. Das habe ich gehört. Stets zu Diensten. Trotzdem, ich bleib dabei. Zeke. Irgendwie ist das doch echt... Boah, ich sag ja, eine KI mit im Zicken-Modus. Ach, können auch KIs die Tage bekommen? Entschuldigung. Zentauren sollten eigentlich nur riesige Eisbrocken sein. Wie ist das denn alles passiert? Eine Alien-Roboterform namens Vex haben eine 92,014%ige Umwandlung des Zentauren Nessus erreicht. Läuft. Okay, mein Kater miaut hier gerade durch die Gegend. Lass mich runter. Raten, meine ich. Nicht runter. Ich meine, runter muss ich bestimmt. Naja. Geronimo abwärts. So, geht doch. Wächst. Wenn ich jetzt denke wieder an diese Minotaurus, oder wie die nochmal hießen. Ich glaube, die hießen wirklich Minotaurus. Dann freue ich mich gerade einen Keks. Kate! Ist da jemand?
Frag mich bloß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Zeit zu erklären, was ich noch nicht mal selbst verstehe. Warnung, die Vex werden dich eliminieren. Say what? Say what? Och nö. Ah, dass sie auch mal wieder hier. Weil ihr wart ja im Prinzip die ersten Gegner im ersten Jahr von. Okay. Destiny. Eieiei. Ihr habt ja auch echt nichts ein erspart, ne? Guys. Danke. Ihr seid ja witzig. Muss ich wirklich mal an der Stelle sagen. Okay, hier ist die Regel natürlich. Bitte nicht auf den Kopf. Weil sonst kriegen die einen Ausdecker-Modus. Wie der gute Typ das beweisen würde, wenn ich ihn nicht eliminiert hätte. Also sobald mein Kopf wirklich demoliert, dann rasten die so ein bisschen aus. So, hier, ne? Dann sind sie in Suicide-Modus und dann ist alles scheißegal. Und das kann teilweise nerven, gerade bei Minotaurus. Alto Belli. Okay. Noch geht das, ja? Noch geht das, ne? Hey, was geht ab? Nee, ich muss näher ran. Ja. Aber auch hier. Seht, nice. Da ist der Dingen. Der Minotaurus. Der ging jetzt. Stiefeletten. Noch welche. Oh. Am besten in Deckung gehen. Und am besten eben gerade sehr weit in Deckung gehen. Oha. Oha. Oh, Ausrastermodus pur. Was ist denn los bei dir? Erstmal schön wegburn. Irgendwie haben gerade mehrere Leute dicke Waffen. Ach, Wand. Gut, wie ihn eine Granate erwischt hat. Eine Granate hat ihn wirklich so gedamaged. Versuche erstmal die kleinen Viecher loszuwerden, dann kümmere ich mich um die Big. Und noch weitere Goblins. So. Siehst du, der ist jetzt, seht ihr so rum? Suicide-Modus! Muss aufpassen auf die Muni. Ich will erstmal die Goblins freshen. So. Jetzt kann ich mich. Solange ich nicht den letzten gekillt habe, werden die Goblins auch weiterhin auftauchen. So, Nate-Modus habe ich auch wieder drin. So. Perfekt. Haben wir jetzt? Ja, heißt ja drei Wellen, ne? Zählt das als dritte? Läuft. Gut. Ich gucke jetzt erstmal. Stiefelett. Was ist denn hier eigentlich passiert? Kate 6 wollte das Vex-Portalsystem manipulieren. Er steckt in einer nicht-linearen Schleife fest. Passiert. Zu meiner Verteidigung, ich habe ihn gewarnt. Aber er ist nicht der Hellste. Das läuft nicht gut. Nö. Habe ich auch das Gefühl. Irgendwie läuft das nicht prickelnd. So. Was geht ab? Cool. Versunkene Kaverne. Wie lange bist du denn schon hier? Lange genug, um zu sehen, wie die Vex diesen Planetoiden umgewandelt, alle lebenden Organismen vernichtet, Moleküle reformiert und Hirnwellen für Studienzwecke digitalisiert haben. Sehr faszinierend. Die hört sich viel zu begeistert an. Meinst du? Ja, mir gar nicht aufgefallen. Muss jetzt hier erstmal Super Mario-mäßig hier den Weg finden. Oh, dann freue ich mich wieder auf Futter für die Switch. Mit Pokémon Tekken und Mario Odyssey. Bin ich ja total heiß drauf. Wie Frittenfett. Bäm.
Okay. Kate? Ich wollte gerade sagen, Kate, alte Nudel. Hey, Goblin! Holo-Goblin, bitte. Ach, so, genau. Ha. Ja, Starsitz-Modus. Ja, wieder auf Tank-Modus. Und wieder Dev-Modus. Gut, war klar. Dass ich natürlich hier nicht alleine sein darf. Unbewusst. Alter, taucht nicht vor der Fresse auf. Ich hasse das, ne? Also einfach mal verschwinden. Also man sieht schon, das Game hat noch Fehler ohne Ende. Boah. Oha. Oha. Der ist yellow. Diggas. So. Hoho. Jetzt habe ich aber noch einen Surf sitzen hier. War klar. Ich hasse das, wenn die sich heilen, ne? Gut. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich den Dicken hier loswerde. Ich lasse meine Energie auffüllen. Und dann geht's hier ab. Das hasse ich doch so an dir. Bam. Noch einer, der es wissen will? Boah, in Übung. Ich will gar nicht fragen, aber... Feldsafe, was ist mit der Crew der Exodus Black passiert? Nur mein Captain kann auf diese Erinnerungen zugreifen. Und er ist sowas von tot. Ha! Super praktisch. Gut, dass ich so wegskillen kann, das ist, wie gesagt, ne? Übung, liebe Dame, Übung. Oh. Boah. Einmal abwärts. Das ist so eine typische Jägerpassage hier, ne? So mit Schütz, also jumpen hier, jumpen dort. So. Bin aber ganz schön jetzt unten hier gelandet, ne? Ich würde einfach sagen, ich werde mal frechheitshalber hier bei diesen, wow, wunderschönen Lichteffekten in nicht 3D, einfach mal einen Cut setzen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge zu Destiny 2. Und meine Fresse, wir haben jetzt schon die 20. Folge. Und das kriege ich alles an einem Samstag. Geil. Bin schon ein tofter Typ. Also ich, wenn ich schon Futter mache, dann hier richtig. War schon nice. Hab schon viele Videos. Für viele Videos. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Alpha Chief. Ciao.